Ja, hallo zusammen, Leute. Willkommen zu diesem kleinen Shorty. Der Robert hat, und also der Robert und ich, ich habe ihm das gezeigt, weil ich das woanders gesehen habe. Und wir wollen euch das auch mal erklären, beziehungsweise, weil der schon mal oft, also ich sehe das schon mal des Öfteren, dass der Ventildeckel lackiert wird und dass die Leute gerne zwei Farben haben möchten. Und zwar gibt es einen ganz coolen Trick, deswegen auch ein Shorty jetzt hier. Der Robert hat seinen Ventildeckel, also kannst du mal Hallo sagen hier. Hallo. Hallo. Wie immer ist er hier. So, und zwar gibt es den Trick der Labello. Heißt? Genau. Und zwar geht ihr genau über die Stellen, die ihr nicht mitlackieren wollt, mit dem Labello. Drüber. Und dann wird einfach drüber lackiert. Und ihr könnt das, nachdem es angetrocknet ist, beziehungsweise nachdem es getrocknet ist, könnt ihr das einfach wegwischen. Und somit bleibt das, was ihr nicht lackieren wollt, was jetzt hier zum Beispiel dann glänzend bleiben soll, bleibt dann in der Farbe. Kann man auch mit zwei Farben machen, sprich ihr lackiert einmal komplett. Genau, kannst du machen. Genau, ihr lackiert einmal komplett in zwei Farben, also eine Farbe drüber und dann lasst ihr das natürlich fest trocknen, Labello drüber, die nächste Farbe drüber und dann könnt ihr die erste Schicht wieder ab, also die letzte Schicht quasi wieder abziehen. Ganz einfach. Achtet auch darauf, dass es ein bisschen, also dass es wärmer ist. Wir haben heute hier gute 34 Grad, wenn nicht sogar noch mehr. Und ja, der Robert hat hier, was hast du da? Was ist das? Hochtemperaturlack. Genau, von? Norma. Und wie teuer war die Dose? Jetzt schätz mal, die Dose kostet sonst überall um die 13, 14 Euro. Genau. 2,99. Und ich glaube, für eine Ventildecke wird es reichen. Dann wollen wir hoffen, dass das funktioniert. Achso, der Kit wird schwarz, wie uns noch nicht aufgefallen ist. Achso, und es darf nicht zu warm sein, sonst schmilzt der Labello nämlich. Der war vorher im Kühlschrank. Genau, also wir haben ihn vorher im Kühlschrank gelagert. Jetzt habe ich ja einen Kühlschrank. Also, ja, gucken wir uns gleich mal das Ergebnis an, dann zeigen wir euch, wie wir das abziehen. So, das ist die erste Schicht. Sieht schon echt geil aus, gefällt mir. So, zweite Schicht ist auch drauf. Jetzt lassen wir das Ganze mal ein bisschen antrocknen. Und dann wird der Labello einfach weggewischt. Mal gucken, ob das klappt. So, Moment of Truth. Wisch es ab. Mit der. Sehr geil. Seid ihr bei da, wo der Labello war, ne? Ich kann es da auch grob drüber gehen. Mal schon. Gleich mit Fingern drüber gehen. Voll sick, ne? Voll geil. So, jetzt machen wir mal den ultimativen Test. Einfach drüber? Ich mach den ultimativen Test. Ja, ich hab hier auch schon. Einfach mit Hand drüber. Wie geil das geht. Hammer, ne? Ja, da ist jetzt halt wie gut man jetzt mit dem Labello gearbeitet hat. Da der Labello so richtig warm war, der ist auf dem Ventildeckel weggeschmolzen, ne? Ich musste den immer wieder gerade machen. Aber das Ergebnis lässt sich sehen. Also Labello-Test funktioniert? Ja, bestanden. Bestanden. So, wir machen den jetzt mal richtig sauber und dann zeigen wir euch das Endergebnis. Richtig. Die Leute wollen das Ergebnis sehen. Wie man merkt, du siehst anders aus als vorher. Ich? Warum? Auf der Kamera sieht das voll schlimm aus mit deinem Sonnenbrille. Voll geil, ne? Warum wir das Ganze jetzt hier machen, ihr habt ja immer noch nicht das Ende gesehen. So sieht das Ganze im fertigen Zustand aus. Für mich sieht es sehr geil aus, bis auf der Deckel vorne. Den hättest du nicht mitmachen dürfen. Sieht scheiße aus. Warum? Aber du hast so nicht die Schichten. Du hast Block, du hast Kopf und du hast Ventildeckel. Und der schwarze Deckel von Kettenkasten vorne finde ich nicht schön. Aber das ist ja meine Sache. Ich finde das den Kompakt nicht schön, also von daher ist es ja scheißegal. Muss ja dir gefallen, also vollkommen win. Gut. Jo.
Somit haben wir das Video auch endlich beendet über 4 Tage, wo es eigentlich nur ein kleiner Shorty werden sollte. Wohl halt ein langer Shorty, ne? Ja. Es hat aber geregnet, glaube ich, an dem Tag noch. Ja, ne? Wir aber nur kurzzeitig. Ja, aber richtig. Richtig. Deswegen hat die Lima auch sein Dach. Also, es hat so stark geregnet, es hat die halbe Halle geflutet. Ja, das stimmt wohl. Ja gut, sag tschö. Tschö. Willst du auch nochmal tschö sagen? Tschüss. Bisschen mehr abweisend, bitte. Ja. Sonst bist du nicht du. Hau rein. Ja, genau so. Hau da rein. Tschüss. Tschö.